Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte, wir spielen Elex und sind hier in Xarkor. Und zwar wollen wir zwei Konverter abschalten. Das heißt, Jax und Nasty wollen zwei Konverter abschalten. Sag mal, da hinten steht da jemand, oder? Ja, da leuchtet schon mal was. Ja. Ich sehe irgendwas linkslich Hier sind auf jeden Fall eine Menge und Feinde. Und voraus der sieht aus wie so eine ist doch Maschine, so so ein einiges, ja. Maschinentyp, Kampfmaschine oder wie die heißen. Das ist ein Moloch. Ein Moloch. Moloch, was? Hast du aber nicht getroffen. Nee, wenn es weiß ist, dann triffst du ihn ja nicht. Ja. Jetzt Ich komme schon. Ja, Ja, gut. komm mal ein bisschen näher, da muss ich nicht so weit laufen. Da ist so Oh. eine Kampfmaschine oder was auch immer. So ein Alptyp halt. Dreimal reines Elex, ist doch schön. Ja. Ein, zwei. Zwei Alps. Ja, da gehen wir ein bisschen außen rum. Ja, Wir hier ist müssen uns aber ja auch. nicht gleich alle Dann nehmen wir uns erstmal gleichzeitig den aufs vor. Visier nehmen. Kannst du ihn überhaupt treffen? Ja, da gibt es ein Nein, da nicht. Da. Das Ah, Scheißvieh kommt ein sucht Wühler. Dann mach Ärger! dich erstmal wieder mit Wühler her. Und sie kommen alle. Was ein Hecher. Oh, Hecher sind schlimm. Stopp. Naja. Blöder Naja, Häscher. es war doch okay. Oh, Ist natürlich blöd, dass die alle gekommen sind immer. ich habe ja einige Heiltränke gemacht. Wir haben es ja. Ja, ich meine, man soll sie immer mit dir rumschleppen. Man soll sie schon mit sich rumschleppen, aber man kann sie ab und zu auch mal verbrauchen. Die Jo. müssen sich ja nicht unbedingt vermehren. Nö. So, haben wir sie hier alle? Haben wir sie Ich überhaupt glaube alle? ja, aber man kann ja mal kontrollieren. Die haben so schön viel Elex in den Taschen Ja, es oder in lohnt den sich. Eingeweiden. Wahrscheinlich eher. So, jetzt muss ich mal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Wo ist denn der Konverter bei dem Wetter? Können wir doch gucken auf die Karte. Wozu haben wir eine Karte? Wir vermuten ja, dass diese komischen Gebilde hier, dass das zum Beispiel da oben, Ah dieses ja, Zweig. das hier war die Radiostation. Ja. Oder da unten, ja, hier, da ist das Bergwerk, da unten ist die Radiostation und wir wollen hier hin. Ja, wir nehmen an, das ist der Konverter. Kann ich mir Einer der Marker beiden Konverter. hinsetzen? Wenn das der Konverter ist, dann wäre es wahrscheinlich auch der, für den wir noch eine Zahlenkombination haben, die Stimmt. wir von unserem Ja, wir ehemaligen haben Begleiter Arx erhalten haben. den östlichen Konverter von Xarkor, das müsste der hier sein. Ja. Die 0 und 3 bei die 6. Ja, ach so, ja, genau, wir sind ja von hier unten gekommen. Das sieht so unwirklich aus. Aber es ist gut gemacht, das Licht. Das Licht erinnert mich irgendwie, als ich mal, ich habe ja mal nördlich des Polarkreises gelebt und im Winter war ich da. Und da war das für mich auch so dunkel und dann gab es nur dieses Licht, das künstliche Licht eben. Und das sah ganz unwirklich und aus irgendwie. Wenn alles ringsherum ganz dunkel ist, man geht auf irgend sowas zu, was Licht, was so hell erleuchtet ist. Das ist ganz komisch. Und das Gefühl habe ich hier irgendwie auch. Das haben sie richtig gut dargestellt. Ne? Ja, ich dachte, den Bunker hier hätten wir schon, aber den haben wir wohl noch nicht. Wenn Ja? da noch irgendwas rumliegt, Hier dann haben wir liegt ihn noch noch nicht. einiges an Trödel rum. Du hast ja aber noch nicht schlafen können, weil du ja nichts gefunden hast, wo du dich hinlegen kannst. Also werden wir uns in dieser Dunkelheit weiterhin zurechtfinden müssen. Ja, hier liegen noch So, das Sachen ist das rum. vielleicht der Tresor? Nee, das ist er nicht, oder? Können wir mal angucken, was das für eine. Na doch. Oder? Nee, da kannst du hacken hier. Ja, Und das ist eine auf oh, und Zeit. wieder auf Ach, kannst du da Zeit. nur Obstkrieg machen. Das geht wieder nicht, da muss man wieder löschen. Ach, das lassen wir jetzt, das mache Ja, ich mal ist aufs zu Screen. ungeduldig Da dazu, braucht aber. man immer so viel Zeit dazu. Das war alles Okay, hier. jetzt wird's lustig.
Ja, ich weiß nicht, ob das lustig wird. Ich finde es ja sehr schön. Und ich sehe keinen roten Punkt. Tut mir aber leid, Nasty. Bei Nasty ist ja alles nur dann lustig, wenn es ordentlich Kämpfe gibt. Ja. Ohne Kampf ist das Leben nichts wert. So mal ist sie sozialisiert. Aber da hinten sind wieder ein paar rote Punkte. Es gibt Hoffnung für Nasty. Okay, also das war in diesem Bunker hier. Da mache ich mir hier den Marker hin, damit ich dann weiß, wo ich noch knacken muss. Gehst du jetzt wieder zurück? Ja, ich gehe wieder zurück. Wolltest du das? Habe ich mir ja gerade notiert. Halt! Ich glaube... Schneeklaue ist nicht so schlimm, aber du hast sie ganz deutlich nicht getroffen. Oder? Wo denn? Ja, gute Frage. Ich sehe nichts. Da. Sie schläft, du. Die andere hat auch geschlafen. Die lag vor dir. Ja, die hat einfach nur geschlafen. Die haben sie die Arme umgebracht. Diese Schneeklauen. Ja. Das haben sie aber gut gemacht. Die schlafen auch. Ja. Ja, Jax würde auch ganz gerne schlafen, aber... Halt, halt. Ja, das ist eine Maschine, die schläft wahrscheinlich... Kampfmaschine. Nee, und nicht nur das, da vorne ist noch ein kleiner Kämpfer. Da vorne, vor der Kampfmaschine. Das ist die Kampfmaschine und vor dem Koloss, Kampfkoloss ist so. Jetzt kommt der. Oh nein. Halt, schieß doch auf ihn. Was machst du denn? Wartest du darauf, dass er dich tötet, oder was? Was hast du denn gerade gemacht? Ich wollte weg, weil ich darauf gewartet habe, dass der schießt. Und? Du bist aber nicht weggekommen. Aber ich bin nicht weggekommen. Warum bist du auf der Stelle getreten? Wie kommt das denn? Er ist mit der Ausweichrolle da nicht den Hügel hochgekommen. Das ist irgendwie sah es putzig aus, aber ziemlich ungesund. Ja. Aber wir haben ja noch mehr Feinde. Halt, unten ist wieder so eine Kampfmaschine. Da unten geradeaus. Von hier. Da unten. Daneben im Feld. Da hinten. Naja, gut, die leuchten ja auch immer so. Man kann die gut sehen. Meinst du das? Aber der da ist so weit weg. Zu weit. Oder kriegst du es rot? So fein kriege ich das gar nicht anvisiert. Du musst ein bisschen weiter nach unten. Jetzt müsste es aber gehen. Ach. Du hast jetzt Feuerling drauf. Ich weiß gar nicht, wie das immer passiert. Machst du jetzt? Ich auch nicht. Du hast jetzt gewartet. So, beide hin. Ach, so hast du versucht umzustellen, wieder auf Einzel oder wie? Ja, ich verstehe nicht, warum sich das überhaupt verstellt. Na, wenn du die falschen Tasten drückst zum Beispiel, weil du irgendwie halt Kampfmaschine aufrecht stehst. Ja, ja, also da steht ist immer der noch nächste. Aufrecht. Noch aufrecht stehen. Noch. Ja. Naja, war mal auf Ärger aus. Da ist aber noch einer, halt, da gleich daneben. Warum hast du denn das hier gepackt? Man kann hier nicht immer den Bogen in der Hand halten. Ohne. Ja? Nee. Okay. Dachte, da käme was ran. Aber ja, da kommt auch was das ran. Das ist weiter weg. Ja, ist noch da hinten. Da hinten ist auch einer. Gleich geradeaus. Ja, da kommen immer mehr. Siehst du den geradeaus? Ja. Gut. Schwer zu treffen. Ein Kampf. Aha, da kommt noch einer. Da kommt der nächste. Ja. Die tun mir einen schönen Weh. Ja. Ich lasse dich nicht hängen. Ich wollte ausweichen, aber... Die sind genau in den Schuss gelaufen, richtig? Ja. Ja, wirst du jetzt mal stehen bleiben? Ach, du bist so eine gute Kämpferin, Nessie. Die immer ausweichen. Den hättest du aber schaffen können. Du sollst was trinken, weil du bist ja schneller tot, als man A hat sagen kann. Hat dich den schon ausgeweidet? Hast du gehört? Ja, ja. Gluck, gluck. Die machen nämlich einen sogenannten nachhaltigen Schaden. Oh, guck mal. Sieht das nicht seltsam aus? Hier wird es aber verdammt kalt, hä? Ja. Ja, die haben leider nur Schrott.
bisschen Energiezellen. Geile Gegend. Gefällt dir? Tja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht so recht, ob mir das so gefällt hier. So, warum? Ist doch ganz interessant. Halt, so richtig schnell laufen darf man hier nicht. In dieser Gegend sind hier noch ein paar. Aber ich glaube, die gehen uns im Moment nichts an. Du meinst, wenn du ihnen den Rücken zudrehst, dann passiert da nichts. Das sind schöne Scheinwerfer. Halt, halt, da ist ein Koloss. Kampfkoloss. Da vorne. Aber der ist so weit weg, oder? Das sieht aus wie ein Kampfkoloss, oder nicht? Ja. Ist es auch. Und nicht nur einer. Nee, ich weiß, das ist mir. Sonst sieht man ja auf der Karte. Ja, vielleicht kannst du ihn hier so treffen. Ziel markieren. Das ist es, was du wieder deinen anderen Fall. Ich komme schon. Ups. Hey, halt. Ja, schieß. Mach ihn alle. Mach ihn fertig. Bis hier da unten sind die schon tot. Jetzt hast du nämlich wieder auf... Nesti freut sich. Sie hat noch einen gefunden. Lass du das jetzt bleiben? Gut gemacht, Nesti. Na. So, jetzt bist du wieder auf... Der dreht sich immer, wenn man da nicht aufpasst. Irgendwie verstellt sich das ständig auf die anderen Pfeile. Jetzt hast du wieder auf einfachen Holzpfeile. Aua. Ja, das war ja jetzt ausgesprochen clever. Ach, bist du nicht richtig gelandet? Na dann, du hast ja genug zu trinken. Wenn es so weitergeht, muss man bald neue Halstränke machen. Stimmt. Gut, dass ich eine ordentliche Ladung nachgebaut habe. So. Man sollte sich nicht überschätzen. Geht das hier rein? Sieht nicht so aus. Oder? Warum geht das hier nicht rein? Keine Ahnung, aber hier ist irgendwo irgendwie eine Anzeige, dass man da rein kann. Es gibt wahrscheinlich einen anderen Eingang. Also wir sind hier, da geht es nicht rein. Vielleicht geht es von hier rein. Oh, gehen wir doch mal rüber. Man kann ja mal rumlaufen. Irgendwo gibt es vielleicht eine Tür. Teste West. Auch im Westen. Warum wird das plötzlich so blau? Ist es ein Kälter? Ich vermute, das ist die Kälte, die hier. Ah, dann müssen wir mal gucken, ob du dich da. Halt, halt. Ja, ja. Oh nein, es sind so viele. Wenn die alle auf dich zukommen, dann siehst du aber blass aus. Ich bin schon da. Wow. Gut habt ihr das gemacht. Wo? Was ist das? Das ist der Elex-Sauger. Ja, genau. Das ist, wir haben recht gehabt, das sind die Konverter. Habe ich mir schon gedacht. Dann gehen wir erstmal unsere Früchte einsammeln. Da gibt es auch irgendwas. Auch wenn sie nicht sehr ergiebig sind. Nee, ist egal. Ein Plasma-Blaster. Ich finde das Wort Blaster so schön. Ich blase dich hinweg. Na. Wie wäre es mit ein bisschen Klettern? Ja. Komm auch mit Schrotpatronen. Halt. Schrotpatronen sind das, nicht keine Schrottpatronen. Obwohl, hier kannst du natürlich auch eine Schrotpatronen sind für mich Schrottpatronen, weil ich sowieso keine Waffe benutze. So, hier da hinten ist ein Freund. Großer. Und der ist den ja in der Freund Regel nicht alleine. Werden wir gleich mal verarzten. Denn, wenn wir hier erstmal fertig sind mit Einsammeln. Ja, klar. Du meinst, er wartet so lange. Weil er ist ziemlich weit weg. Der wartet so lange. Er ist ziemlich weit weg. Ich glaube, doch, du kannst ihn sogar schon treffen. Na. Der hat dich auch nicht gesehen. Das war wieder ein verschwendeter Schuss. Der hat dich gar nicht gesehen, hat gar nicht in deine Richtung geguckt. Und, wo sind die anderen? Na, das sind da. Um sind wir rote Punkte. Ja. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir den Konverter abschalten. Natürlich wollen sie das. Kann das sein? Auch eine Drohne. Naja, aber die sind nicht so leicht zu kriegen. Wenn man so dann kriegt, sind sie schnell zerstört. Wegesse.
Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Das sind viele Fallen. Gefällt Fallen, dir? Ja. Überall rote Punkte. Mhm. Das ist das Paradies für Nasty. Oh, nee, das ist ja eine da Drohne. Da ist die nächste Drohne. Ja. Oh, halt! Da sind mehrere. Ich lasse dich nicht hängen! Hast du gesehen, was der hat? Eine Nummer gehabt, eine E noch was. War es schon die bessere? Nö. Die bringen die gleichen Punkte. Aha. Auch keine bessere, verbesserte Ausführung, oder? Mal gucken. E4300. Ja. Kannst du mal was trinken? Oh ja. Du! Du solltest ja immer irgendwie einigermaßen gut geheilt sein. Da hinten ist ein Teleporter, wie schön. Ja, den werden wir gleich mal als allererstes. Naja, wir haben hier Feinde noch. Ja, ja, ich sehe es. Da hinten ist wieder eine Drohne. Und wir haben sind nicht zu knapp, also es sind ziemlich viele. Bleib stehen. Tut sie ja. Gut, danke. Und der Vogel hat gerade wow gesagt, als du den Tod niedergekämpft hast. Hat er seinen Kommentar abgegeben? Ja. Habe ich gar nicht gehört. Ja, das ist Osako. Er ist aktiviert. Das ist auch der, für den wir die Zahlenkombination haben, für den, ja. Was immer es ist, Safe oder? Ja, für Westsako haben wir gar keine Kombination. Nee, haben wir ja nur 3 bekommen. Mehr haben wir auch nicht umgebracht. Aber da, ich gucke mir erst mal diesen Bogen an. Ist erstaunlich, dass da keine drauf sind. Ja. Wahrscheinlich sind sie der Ansicht, dass es reicht, wenn sie welche haben, die unten aufpassen und dich gar nicht erst hochkommen lassen. Tja. Das war ja vorhin nicht anders. Bei dem, da haben wir auch nur unten die bekämpft und oben waren auch keine mehr. Oben drauf liegt auch nichts. Hm. Was sind das hier für rote Punkte? Feine. Da hinten, guck. Die kämpfen da gegeneinander. Eisschnäbel gegen Kampfmaschine oder so. Würde ich sagen, die 3. Komme ich gar nicht ran. Muss ja auch nicht. Du kannst ja abwarten, wer gewinnt. Dann kannst du dann den vornehmen, der noch übrig geblieben ist. Egal. Ja. Erstmal gehen wir zum Teleporter. Oder? Ja. Den hatte ich, glaube ich, schon. Ja. Die Drohne. Also ich würde ja hier geht's rein. Ich würde erst im Tele... Oder hast du den schon... Ich habe den Teleporter. Ach, habe ich gar nicht drauf. Ich gar nicht der drauf müsste geachtet. Eigentlich eingezeichnet sein. Habe ich gar nicht geguckt, ja, aber hier ist er. Da alles ist er. Gut, gut. Es ging so schnell. Stimmt ja. Da stand ja Ostzarko dran an dem Teleporter. Ja. Genau. Ich habe mich so auf die komischen roten Punkte konzentriert, dass ich das nur am Rande vermerkt habe. Ah ja, die sind nicht allzu weit weg hier. Nee. Und das blendet schön. Ja. Das ist gewollt. Nee. Aber hier sehe ich jetzt keinen so direkt. Nee. Diese Dinger, die kann man ja auch mal benutzen und gucken, wie die, was die machen. Oder? Ja. So das wird wieder lustig. Das war wohl nichts. Okay. Das war wohl nichts. Na, aber so weit weg war das gar nicht. Mhm. Das war wohl nichts. Mhm. Na, geht doch ganz einfach.
Ja, das war wirklich zu einfach. Lebenssaft, was ist das denn? Lebenssaft ist ein Stim. Ach so, nur Lebenssaft. Das erhöht die Gesundheit ist kurzzeitig um 100. Kleiner gelber Stein, aber kleiner gelber Stein und gut. Reines Elex gefällt ja. Uns genau sehr gut. Nach meinem nur zwei zweimal starken Elex-Trank. Das ist ja auch nicht übel. Und zwei starke Elex-Tränke, ja. Das sind zwei. Sehr gut, kannst du mal speichern? Bin hab ich gerade. Oh, hast du gerade, gut. Das musste sofort festgehalten werden. Ja, natürlich. So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier noch irgendjemanden haben. Haben wir hier noch was? Nein. Aber haben wir nicht. Dann sind Zugangssicherheitssystem. Hier gibt es eine Lücke im Sicherheitssystem. Ich brauche nur den richtigen Code. Aha. Aber den haben wir jetzt nicht, den finden wir jetzt nicht gerade hier, oder? Irgendwo anders vielleicht. Hm. Du musst den Code erstmal finden, glaube ich. Tja. Dann müssen wir wohl nach also oben. Ist es nicht der Code, den wir haben? Nein, der Code, den wir von ihm bekommen haben. Das ist, da geht es um irgendwelche Belohnungen in Form von ja. Truhen oder irgend sowas. Nee, das ist immer nur der kurze Übergang hier. Hm. Da ist meistens jede Menge von gar nichts. Ja. Nö, da auch nicht. Ist ja nichts weiter. Oh, mal sehen. Kommt gleich das Empfangskomitee. Ja. Kann sein. Wahrscheinlich. Ich sehe nichts. Naja, wir greifen ja auch nicht unsere Freundin an und die steht ja draußen. Also. Ziemlich exponiert. Ja, also diese Konverter hier scheinen etwas anders aufgebaut, wie die wir bisher kannten. Ja. Hm. Aha. Kommen wir nicht ran. Da hinten ist irgendwas, aber ja. Keine Ahnung, wie man da rankommt. Halt, Systemtestbericht, den wollen wir doch mal lesen. Mal an. Ja. Ja. Da ist er. Aha. So, wer hat das geschrieben? Irgendein Alp, hm? Ja. Bericht eines Alps in der Test. Okay. Ja. Aber irgendeine Lücke soll es doch da geben, haben wir gelesen. Tja, irgendeine Lücke, aber wie, wo, hat keiner gesagt. Ja, es könnte auch glatt ein Raumschiff sein, ne? Wie ja, das aufgebaut ist. Stimmt. Zumindest so, wie wir die Raumschiffe aus Filmen kennen. Quack. Ja. Das ist drin. Wer quackt hier? Hi. Wahrscheinlich so ein kleiner Bot, so ein kleiner Clean-Bot oder so. Ja, könnte schon sein. Halt, da sind sie. Ich wusste es. Hey. Gut. Alles klar? Das war doch hervorragend. Gut. Nach hinten fallen lassen und dann nicht die falsche Taste drücken, sondern richtig, ja. Die richtige. Falsche Taste drücken ist meistens schlecht. Macht, was immer das macht. Manchmal spielt es ja keine Rolle, aber manchmal... ich wollte doch in diesen verschlossenen Raum hier rein. Na also, so,
0, 3 mal die 6, wenn das dieser Code ist. Hören Sie. Geht doch. Aha. Ja, das war dieser Code. Gut. Der war für hier. Dann haben wir alle drei, die er uns gegeben hat, Arx. Ein Vorfall. Na, den müssen wir uns auch wieder angucken. Ja. Drohnenkontrolle. Du wolltest ja hier. Gut. Vorfallsbericht. Oh, ein Objekt ist geflohen. Dicker Hund. Da müssen wir mal gucken, wer das geschrieben hat. Ja, ist eine Kälte gestorben. Aha. Wiederaufnahme der Arbeit. Dann braucht man gar nicht mehr zu suchen. Aber ich möchte trotzdem wissen, wer es geschrieben hat. Über einen Ausbruch aus dem Konverter in Ostsarkow. Okay. So. Gut, gut. Ein Objekt, das sich gewehrt ein hat. Ein Objekt ist geflohen. Es ist dann lieber erfroren. Einfach abgehauen. Okay, jetzt wird's lustig. Wo? Ja? Ist ein Feind? Wo denn? Ich sagte immer mal wieder, damit wir es nicht vergessen, dass wir hier nicht zum Spaß sind. Oh, und schon wieder auf Zeit. Kannst du dir auch aufschreiben fürs nächste Mal, das machen wir dann wieder. Das dauert mir immer zu lange. Ah, müsste ich sowieso wieder. Ja. Vergiss es. So, hier haben wir nochmal, zweimal Drohnenkontrolle. Da piept's. Ja. Sind wir hier gekommen oder geht's hier weiter? Ich weiß es nicht, das kannst du nur feststellen. Entweder kommst du nach oben oder geht's nach unten, dann weißt du ja. Das werden wir gleich mal merken. Das können wir ja ziemlich schnell merken. Also das fahren wir jetzt nach oben. Nach oben. Da waren wir ja noch nicht. Ich hab doch... Na. Was denn? Ja, ich hatte den Bogen an, aber... Dachte ich. Aber das hatte ich wohl eher nicht. Aha. Hier kommen wir wieder zum Abschalter. Ja. Aha, können wir uns mal angucken. Ist Objekt das der abgehauen ist? RHS 95? Können wir mal gucken. Wenn mich interessieren, was stand denn das da war. Nicht sowas? Ja, kannst du ja mal gucken, was, weil es ja ein Steckbrief ist. Wie sah der aus? Vielleicht kennen wir den. Oh. Da. Ja, Techniker der Kleriker mit rudimentärem Wissen in der Computertechnik. Oh shit, aber auch. Das war es der, der abgehauen ist, aber ist auch egal. Auf jeden Fall haben die ja alle Nummern. Ja. Aber ein Steckbrief, das würde schon bedeuten, dass also wir möglicherweise den gesucht haben. Ja. Könnte man leicht feststellen, indem man sich das nochmal anguckt, das andere. Wenn man es noch findet. Könnte eine Weile dauern. Ich habe ja abgeladen. Ja. Eigentlich alles. Ja. Aber wie man sieht, haben wir inzwischen schon wieder jede Menge gefunden. Ja. Na, bei diesem Objektchefbrief, da denke ich mir, dass es wahrscheinlich um die Figur geht, die da erfroren ist, möglicherweise. Ja. Okay. Abschalten. Mhm. Ah, gut, dann habe ich ja reichlich zu tun. Ja? Naja, zwei Sauggruben sauber machen von diesem Konverter und vom letzten. Ach so, meinst du jetzt in der Pause? Den letzten habe ich auch noch nicht sauber gemacht. Ja. Was heißt sauber gemacht?
Ja. Dir geholt, was du holen willst. Ja, und dann habe ich noch die beiden. Und alles geholt, was nicht Niet und Nagel ist. Zu knacken. Ich glaube, da vorne ist ein Empfangskomitee. Ja, sieht so aus. Ah, noch nichts zu sehen. Ja, da, da. Eine normale Kampfmaschine, die andere war so ein E noch. Ja, ja, ist doch gut. Ja, ja, das war ja auch gut. Da ist immer noch einer. Also schieß. Das Scheißvieh, du. Hat die gerade Ladehemmung. Ja, aber es war okay. Danke, Nesti. Die anderen haben. Nur Energiezelle, Elixid und Elektroschrott. Mhm. Hinter uns ist was? Die sehen irgendwie. Nee, das muss oben sein, ha? Ja. Ja, kann nur oben sein. Ich dachte eigentlich, dass die Kampfmaschinen auch sowas wie Roboter sind. Sind sie ja auch. So. Aber diese neuen, die haben weniger, benutzen sie dafür weniger Material oder so. Für diese E-Nummer so und so. Sparen die? Haben die Material? Musik. Haben die Nachschubschwierigkeiten? Hm. Ich sehe nichts. Ja, das ist bestimmt gewollt. Geile Gegend. Nessie, du hast schon eine etwas lustige Stimme. Ja. Reichlich Drohnenkontrolle. Nett. Tja, kann man die Drohnenkontrolle benutzen, um die Drohnen umzuprogrammieren? Von wegen nee, aus da Feind kannst du dir eine Freund? Rufen. Ach, da kannst du dir eine rufen. Ach so, kannst du dir eine rufen, dann kannst du die mit der zusammen kämpfen, gemeinsam dann kämpfen. Ja, also die hilft, die dir, hilft dir dann. Aha. Gut. Sollten wir mal machen, einfach nur so aus Spaß und zu sehen, wie das geht. So, wir machen jetzt Schluss. Oder willst du dann noch runter und einsammeln? Gibt es da noch Feinde? Hier haben wir einen zentralen Platz. Das Scheißvieh sucht Ärger! Es hat gesucht und gefunden. Ja. Ja. Ja, hier haben wir jetzt einen zentralen Platz und dann haben wir noch zwei Seitenteile. Aha. Na gut, dann machen wir jetzt Schluss und machen wir in der nächsten Folge dann weiter mit den zwei Seitenteilen und so weiter. Na? Genau. Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.